Hallo Freunde, hier ist wieder Marco vom Trading Duo. Wir haben eine neue Woche, eine neue Liste und neues Glück. Unsere Liste füllt sich so langsam wieder, die Märkte scheinen hier so ein bisschen sich zu stabilisieren, auch wenn der S&P 500 heute nicht ganz so optimal läuft, wie man sich das als bullischer Trader vorstellen kann. Aber nichtsdestotrotz habe ich wieder zwei Aktien mit dabei, da wollen wir mal schauen, welche die sind und was sie für eine Performance haben. Und das siehst du gleich im Video. Viel Spaß dabei! Beginnen wir mit der ersten Aktie, Regeneron Pharmaceuticals. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Was haben wir hier? Wir haben hier im Wochenchart eine richtig schöne dynamische Aufwärtsbewegung. Danach kam eine leichte, seichte Konsolidierung. Also im Verhältnis von dieser Bewegung ist das hier eine richtig schöne Konsolidierung. Ja, nach dieser Konsolidierung haben wir einen Ausbruch erlebt, Korrektur und jetzt geht es weiter nach oben. Das ist aber nicht das, was ich euch zeigen möchte, sondern wir haben hier noch zwei ganz interessante Situationen mit dabei. Und da habe ich es euch auch schon mal eingezeichnet. Wir haben hier einen Trendkanal. Diese seichte Seitwärtskorrektur, diese Konsolidierung, die wir gesehen haben, können wir hier relativ gut in einen Trendkanal fassen. Ja, das ist eigentlich eine flaggenähnliche Formation. Beginnt mit diesem Hoch, dann haben wir die obere Linie durch dieses Hoch durchgezogen, das Ganze verlängert nach rechts, so weit wie es gehen muss. Dann kopieren wir diese Linie und tragen diese Linie genau auf das Tief zwischen diesen beiden Punkten ab. Und das wäre in dem Fall dieses Tief gewesen. Was jetzt richtig schön ist, richtig schön zu sehen ist, wir haben hier zwei wunderschöne Auflagen noch auf diesem Kanal, auf diesem Trendkanal, den wir hier haben. Und das zeigt uns, dass diese Formation durch die Marktteilnehmer angenommen wird. Sie benutzen diese und diese Niveaus, diese Levels hier, die sind von den Marktteilnehmern gekauft worden. Warum auch immer das so sein gewesen ist, ich weiß es nicht. Jedenfalls können wir das am Chart hier visualisieren. Der Markt ging hier richtig ordentlich nach oben. Beim ersten war es nicht ganz so weit gelaufen. Beim zweiten sind wir dann hier oben sogar ausgebrochen. Und hier haben wir noch eine interessante Angelegenheit, die man auch hin und wieder mal sieht. Auf solch eine fallende Trendlinie setzt der Markt auch gern mal wieder auf. Ja, das wäre auch ein Kaufsignal, zumal wir ja mit diesem Tief hier auf dieses Hoch, ein bisschen verschoben, dieses Hoch hier aufgelaufen sind. Wir könnten also hier ganz locker eine horizontale Linie ziehen. Machen wir gleich mal und dann seht ihr, was ich meine. Ja, also wir haben hier aus dem Widerstand, aus Widerstand wurde dann Unterstützung und dann hätte man hier unten schon das erste Kaufsignal gehabt. Das ist aber jetzt nur der erste Teil, den ich euch zeigen möchte. Ich möchte euch nämlich noch was Zweites zeigen. Und das machen wir gleich weiter hier. Wir haben hier nämlich, wenn wir uns diesen Bereich hier angucken, eine steigende Formation. Und zwar in dem Fall ist das ein Keil. Steigende Keile sind normalerweise bärische Formationen. Das heißt, ein steigender Keil wird im Normalfall, ja, so wie es die technische Analyse so möchte, beziehungsweise wie das mal so hier althergebracht ist, nach unten aufgelöst. Wir sind allerdings jetzt nach oben rausgelaufen. Das heißt, wir haben diese Formation aufgelöst, aber nicht regelkonform. Das hat aber auch einen Sinn oder einen Grund, der dahinter steckt. Wenn eine Formation nicht regelkonform aufgelöst wird, dann birgt das normalerweise eine Riesenchance in sich. In dem Fall haben wir hier einen Ausbruch an der Oberseite und ich gehe mal davon aus, dass wir hier ein ordentliches Kaufpotenzial haben, denn wir sehen hier normalerweise in solchen Bereichen, dass das Momentum steigt. Also hier sollte richtig Fahrt in den Markt reinkommen. Ja, müssen wir mal gucken, was die nächsten Wochen hier so passiert. Das ist so die Prognose, die ich hierfür abgeben würde. Da wir hier in einem widerstandsfreien Bereich momentan schon agieren, ja, heißt das freie Fahrt für freie Bürger, würde ich mal sagen. Und da gucken wir mal, wie weit uns das Ganze trägt. Dann gehen wir in die zweite Aktie rein, Chevron Corporation in Energiewert. Und hier haben wir auch über seit 2010 einen schönen Aufwärtstrend. Ja, er ist eher gemächlich, hat eine tiefe Korrektur bekommen, dann ging er wieder ein Stück hoch. Hat hier oben so richtig ordentlich eine Konsolidierung gebildet an der Oberseite. Also wir haben hier ein richtiges Widerstandscluster. Ja, wir gucken uns das gleich im Detail noch mal ein bisschen an. Dann geht der Markt hier im Corona-Crash nach unten und fängt an, sich hier wieder zu erholen. Und da gucken wir dann uns das auch gleich noch mal sehr detailliert an.
Als erstes im Detail schauen wir uns die Widerstandszone an, die wir hier gebildet haben. Und die ist eigentlich sehr beachtlich. Das Ganze geht hier los bei 110,18. Ja, wir laufen hier ganz knapp dran vorbei an der Marke, setzen hier auf, setzen hier mehrfach auf. Hier wird nochmal aufgesetzt. Ja, dann haben wir es hier knapp verfehlt. Und wir sehen auch hier unten so ein klein bisschen eine untergeordnete Widerstandszone, die hier gebildet wurde, ein bisschen knapp unterhalb der 110,18. Das ist eine schöne Angelegenheit. Solche Marken solltet ihr euch einzeichnen, wenn ihr solchen Bereichen finden werdet oder finden solltet im Markt. Dann solltet ihr euch diese Charts irgendwo in eine Watchlist speichern und immer mal wieder rausholen. Denn solche Sachen sind interessant. Warum sind die interessant? Auf der einen Seite, wenn so ein Ausbruch durch so eine massive Widerstandszone passiert, so wie hier, dann geht es im Normalfall richtig gut nach oben. Oder eben an der Unterseite richtig gut nach unten. Da kann man Short dann gut mit dabei sein. Hier sind wir nochmal ganz knapp aufgelaufen auf die Unterstützungsmarke 110,18 und dann ist der Kurs förmlich explodiert. Und diese Explosion, die machen wir uns jetzt zunutze. Wir schauen uns das Ganze nämlich an. Wir haben hier einen ordentlichen Run hingelegt. Das ging hier unten schon los. Ja, hier eine kleine Verschnaufpause zwischendurch. Mal eine kleine Verschnaufpause ist völlig okay. Aber wir haben jetzt was anderes, was hier wahnsinnig interessant ist. Wir haben Dynamik. Eigentlich drei Wochen lang hier richtig Bullenpower. Und diese Bullenpower wird relativ hoch korrigiert in diesem Bereich. Wir haben keine tiefe Korrektur, so wie zum Beispiel hier. Ja, wenn wir jetzt Fibonacci anlegen, wären wir nicht mal am 23% Retracement. Von daher, wir werden hier wahrscheinlich, so wie sich das Ganze aussieht, hier noch 2, 3, 4 Wochen in einer Seitwärtsbewegung laufen. Und wenn meine Idee hier aufgeht, dann sollte sich dieser Knall, den es hier unten gegeben hat, zumindest von hier an, sollte sich dann nach oben fortsetzen. Ja, das hat man sehr oft in solchen Fällen, dass es bloß so eine Schiebezone, so eine Staubereichszone gibt. Da wissen die Marktteilnehmer nicht so richtig, wollen wir jetzt kaufen, wollen wir verkaufen, halten wir die ganze Geschichte. Ja, da passiert nicht viel Aktion in solchen Zonen, in solchen Bereichen. Und dann irgendwann gibt es eine Entscheidung der Marktteilnehmer. Irgendwer fängt an, dann ist das wie so eine Domino-Reihe, die dann umfällt. Und dann gehen die Orders wieder raus und dann fangen die Marktteilnehmer an, wieder zu kaufen. Da will dann keiner mehr verkaufen, sondern nur noch kaufen. Weil wenn der Markt anfängt, hier oben langsam rauszugehen, dann wird es interessant. Und dann gehe ich mal davon aus, dass wir hier auch einen ordentlichen Run nach oben sehen werden. Ja, liebe Freunde. Das war es wieder gewesen. Ich hoffe, es war ein bisschen was für euch mit dabei. Es hat euch ein bisschen was gebracht, was ich euch hier zeige. Ich zeige euch ja nicht nur gute Ideen, sondern auch so ein bisschen technische Analyse, wie man sie Märkte so ein bisschen analysieren kann. Da war heute wieder mal was ganz anderes dabei, als das, was wir sonst machen. Ich hoffe, es bringt euch ein bisschen was. Ansonsten gebe ich euch noch den Tipp, guckt euch unsere Videos an, auch aus der Vergangenheit. Wir haben auch unten in der Infobox ein Video verlinkt, unser Video, so wie wir unseren Trendbullen, also unser Zertifikat bei Wikifolio handeln. Und guckt euch das an, da habt ihr eine Menge zu lernen, eine Menge anzugucken. Und ich hoffe auch viel Spaß dabei. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg beim Traden. Bleibt gesund, bleibt erfolgreich. Bis zum nächsten Mal, euer Marco. Möchten wir euch zu unserem Seminar geben? Wir befassen uns intensiv mit dem Trendhandel und unsere jahrelange Erfahrung haben wir in einem 2-stündigen Online-Seminar zusammengefasst. Dort werden sämtliche Handelsregeln ohne Vorbehalt im Video ausführlich erklärt. Die Besonderheit unseres Handels ist die Trendbeständigkeit. Wir positionieren uns nur in Aktien, die sich in einem besonders stabilen Trend befinden. Und so erreichen wir auch eine messbar höhere Erfolgswahrscheinlichkeit. Natürlich zeigen wir euch im Video den detaillierten Ablauf, wenn wir in eine Position ein- oder aussteigen. Wer seinen professionellen Trendhandel also selbst aufbauen möchte, der wird jede Menge Tipps und vor allem solche Informationen vorfinden, die in keinem Lehrbuch stehen.